Hallo, wir sind wieder im Rätselbuch der Renaissance im Verzeichnis aller Rätsel und befinden uns in den geschichtlichen Zusammenhängen. Jetzt kommt ein super, super wichtiges Rätsel. Und zwar das hier: Woher kommt der Satz und sie bewegt sich doch? Das neunte Rätsel. Also, hier klicken wir rauf. Jetzt überlegt mal mit: Woher kommt der Satz und sie bewegt sich doch? Die Erde bewegt sich. Wie kann es sein, dass sie sich nicht bewegt oder doch bewegt? Wir gucken mal. So, zunächst entführe ich dich um 1900 Jahre zurück und weise dich darauf hin, dass 100 nach Christus Claudius Ptolemäus behauptete, dass sich die Erde im Zentrum befindet und drumherum gläserner Himmel sei. An einem Himmel sind die Wolken, an dem anderen der Mond und dann kommen die Planeten. Gleich danach schließt sich die Sonne an und im letzten Himmel sollten die Sterne sein, die er als unbeweglich sah. Also hier haben wir die Erde in der Mitte. Hier sind so kleine Planeten. Da ist die Sonne. Dann sind hier noch die Tierkreiszeichen aufgezeichnet. So, auf jeden Fall, das nennt man heute, jetzt wird es ein wichtiger Begriff, geozentrisches Weltbild. Und das wird das Weltbild für die folgenden Jahrhunderte. Es gab zwar zwei Menschen, die daran zweifelten, aber die katholische Kirche hatte alles im Griff und ging drastisch zu Werke. Hier hat Jan Matejko den Astronomen Kopernikus oder das Gespräch mit dem Gott 1872 in Öl auf Leinwand gemalt. Also 1543, kurz vor seinem Tod, verkündet Nikolaus Kopernikus öffentlich ein neues Weltbild. Er behauptet, dass das Weltbild des Ptolemäus nicht stimmte und dass sich die Erde und die Planeten um die Sonne drehen. Aber niemand glaubte ihm. Die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Planetensystems. Die Erde kreist um die Sonne und dreht sich täglich einmal um sich selbst. Das Vorwort für seine Veröffentlichung schrieb der Theologe A. Osiander. Er behauptete einfach, dass es ein astronomisches Denkmodell sei und keine Tatsachenbeschreibung. So, da haben wir das. Hier ist die Sonne in der Mitte und hier ist die Erde drumherum. Und jetzt gucken wir, wie das heißt. Das nennen wir heute heliozentrisches Weltsystem. Und jetzt wird es spannend. 1592 entdeckte auch Giordano Bruno, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Dann hat die Inquisition, also die katholische Kirche, Giordano Bruno 1600 verbrennen lassen. Und dann gab es im Jahre 1609 einen Mordsstress. Ein italienischer Gelehrter namens Galileo Galilei, der lebte von 1564 bis 1642, der blickte durch sein Fernrohr und entdeckte Unglaubliches. Die Mondoberfläche war im Gegensatz zur bisherigen Annahme von Gebirgen und Tälern zerfurcht. Die Zahl der Sterne war wesentlich größer als angenommen. Der Planet Jupiter hatte Monde. Der Planet Venus zeigte Phasen wie der Mond. Und die Sonne zeigte merkwürdige Fleckenmuster. Hat er durchs Fernrohr gesehen. So, jetzt haben wir hier Galileo Galilei. Und ich habe jetzt geschrieben, Justus Sustermann hat es gemalt. 1597 bis 1681. Und zu sehen ist das Gemälde hier von Galilei im Pitti-Palast in Florenz. Und es ist 56 mal 48 Zentimeter groß. So, und jetzt kommt so ein zentraler Satz. Und warum ich der Meinung bin, dass Galileis Porträt so viel Platz verdient hat, das erkläre ich dir jetzt. Zunächst bewies Galilei sehr viel Mut und legte sich mit jedem an, weil er total überzeugt war von seinen Erkenntnissen. Es waren Dominikanermönche, die ihn schließlich vor die Inquisition zerren ließen. Nun war Galilei aber ein tiefgläubiger Christ und wollte es sich mit der Kirche nicht unbedingt verscherzen. Aber er stolperte über seine eigenen Erkenntnisse, denn laut Bibel stand der Mensch als Krone der Schöpfung in der Welt.
So kam es, dass sich Kardinal Bellarmine als erster Inquisitor mit den Naturwissenschaften beschäftigen musste. Er ging sehr clever vor. Galilei wurde mit keinem Wort erwähnt. Allein die Behauptung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, nannte er ketzerisch. In einer Privataudienz sprach er eindringlich zu Galilei und machte ihn darauf aufmerksam, besser nicht über Kopernikus' Weltbild zu lehren. So, kurze Zeit später hatte Rom einen neuen Papst. Galilei war mittlerweile so berühmt, dass sich auch Urban der VIII. Mit ihm beschäftigen musste. Und 1633 landet Galilei oder Galileo Galilei erneut vor der Inquisition und kann seinen Mund nicht halten. Na, ihr müsst euch das wirklich ein bisschen vorstellen, da vor der Inquisition zu landen, die drohen mit Folter, die werden ermordet und, wenn sie sich nicht daran oder danach richten, was die katholische Kirche sagt. Das war das Inquisitionstribunal. So, also Galilei war total überzeugt von Kopernikus Weltbild und als ihm schließlich mit Folter gedroht wird, kippt er um. Galilei widerruft vor dem Inquisitionstribunal seine Behauptung, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Als er zur Tür hinausgeht, sagt er diesen bekannten Satz, und sie dreht sich doch. So, daher kommt also dieser Satz, und sie dreht sich doch. Und auch ich habe die Texte gelesen, dass Galileo Galilei diesen Satz nicht gesagt haben soll. Aber was soll's, ändert das die Situation. Das ist das Gleiche, als wenn jetzt jemand die Medici-Leichen ausbuddelt und ein Archäologe kommt und erzählt, dass Piero der Gichtkranke doch nicht gichtkrank gewesen sein soll. Das gefällt mir nicht. Leichen ausbuddeln, wo kommen wir denn da hin? So, dann am 8. Januar 1642 im hohen Alter von 77 Jahren stirbt Galilei, ohne eine Rehabilitation von der katholischen Kirche erhalten zu haben. Erst 1757 wurden Galileis und Kopernikus Bücher vom Index der verbotenen Literatur gestrichen. Und, jetzt so richtig fett, Schande über die katholische Kirche. Erst am 31. Oktober 1992 gibt Papst Johannes Paul in einer Ansprache an die Päpstliche Akademie der Wissenschaften die Rehabilitierung von Galileo Galilei bekannt. So, und jetzt der Hammer. In einer Allensbach-Studie vom Februar 94 über die Suche nach übersinnlichen Erklärungen glaubt laut Umfrage fast jeder fünfte Deutsche an die Existenz von UFOs. Jeder dritte Bundesbürger ist von Geistheilern überzeugt und immerhin 11% meinen, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Weitere 7% waren sich da nicht sicher. So, jetzt habe ich ein Video eingebaut auf der Seite, Shirley Serban. Das ist so eine Parodie über genau diese Geschichte, die wir hier besprochen haben. Ihr könnt euch das, wenn ihr auf die Seite klickt, gerne mal angucken. Es ist ein richtig tolles Lied. So, also alles, was die katholische Kirche in Worte fasst, soll so lange Bestand haben, wie sich die Erde um die Sonne dreht. Um zu einer übereinstimmenden Formulierung zu gelangen, die am besten keinen beleidigt, aber den heiligen Richtlinien des Vatikan Genüge tut, malen die Mühlen manchmal sehr, sehr langsam. Hier kannst du nachlesen, wie sich ein Papst um Wortfindung bemüht, wenn er sich nur entschuldigen will. Jetzt kommt also die gesamte Ansprache von Papst Johannes Paul II. An die Päpstliche Akademie der Wissenschaften am 31. Oktober 1992. Und es geht so richtig los. Meine Herren Kardinäle, Exzellenzen, meine Damen und Herren und bla bla bla. Ich scroll mal so vorsichtig über die Seite, damit ihr so einen kleinen Eindruck habt, was ein Papst alles an Text verfasst, bis das rausgeht und bevor der rehabilitiert ist, der Galilei. So, also es geht immer weiter. Ein Wahnsinnstext, eine Ansprache an die Akademie der Wissenschaften. Ich sage ja immer, die sind alle bekloppt, aber gut. Deutsche Fassung, ne? Also hier. So, und jetzt käme das nächste Rätsel und wir machen jetzt Schluss hier für diesen Punkt.